So, Mikrofon ist wieder heile, hoffe ich doch. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht direkt wieder abkackt. Wir sind immer noch nicht, wo genau das Problem eigentlich liegt dabei der Sache, aber ich habe das Gefühl, das könnte irgendwas mit der Grafikkarte zu tun haben, aus irgendeinem Grund. Aber naja, das werde ich dann spätestens sehen, wenn ich mir irgendwann eine neue Grafikkarte kaufe, was vielleicht irgendwann tatsächlich demnächst bald mal der Fall sein wird. Ja, andere Sache. Interessanterweise ist direkt, nachdem ich dann Black Ops 2 beendet habe, mein System verreckt und hat mir einen schönen Bluescreen rausgeworfen. Das finde ich immer super. Das hat ja jeder, der mit PCs zu tun hat, hat das gerne. Aber mal so ein Bluescreen, random, wo du nicht weißt, wieso das jetzt gekommen ist. Oh, da unten war, glaube ich, einer, oder? Ah, einen zweiten Mark habe ich gekriegt, ab den. Ja, jedenfalls habe ich dann die nächsten paar Stunden waren das ja sogar, 2 Stunden etwa, sei es da dran, habe ich damit verbracht, rauszufinden, woran genau das lag mit dem Bluescreen. Und hatte dann die Vermutung, dass es vielleicht der RAM sein könnte. Einer meiner RAM-Bausteine eventuell. Und habe dann mal ein bisschen rumprobiert, ob vielleicht einer von diesen RAM-Bausteinen da diesen Fehler produziert. Da habe ich. Wow, was ist mit den FPS los gewesen gerade? Irgendwas stimmt immer noch nicht. Naja, jedenfalls stellt sich raus, hab dann mal so einen oder anderen RAM-Baustein rausgenommen und geguckt, was da passiert bei. Und stellt sich raus, das ist tatsächlich der RAM gewesen. Und einer meiner RAM-Steine war tatsächlich irgendwie kaputt, hatte eine Macke. Also. Oh. Mist, das ist ganz doof. Hinter mir ist einer. Fuck. Oh, auch noch das, ey. Das ist ohne den Besten. Was ist mit den FPS los? Oh, was ist mit den FPS los? Was ist das, Mann? Sehe ich so aus, als könnte ich hier so wenig FPS gebrauchen? Nein. Nicht. Du. Oh, ich hab einen Tarnheli. Ganz weit spiele ich einfach nur so rum, laber ein bisschen darüber, was passiert. Der wird mich snipen. Oh Mann, geh aus dem Weg. Oh, was ist mit den FPS los? Gerade mehrmals so einfach abgekackt. Wow. Nein, nein! Nein, ich hab den voll falsch eingeschätzt auf dem Orbital. Verdammt. Oh, ich Idiot. Mist. Das war's mit Orbital. Mit hier. Danke. Dingens. Na, eigentlich wollte ich den das einnehmen lassen, aber egal jetzt. Wieso stehe ich ja nicht immer noch auf der Flagge? Wir haben die Flagge doch. Irgendwo ist da doch einer. Noch geht's, noch läuft's. Da verkacken die FPS schon wieder. Was ist denn das, Mann? Ah, ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Fuck, 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 schnell. Warum habe ich das immer noch an? So, aller guten Dinge sind drei. Oh Mann, no. Ey, wenn das schon 2 gegen 4 startet, wie sollen das fair sein? Ja, eben ist mal wieder alles abgekackt. Oh, das spielt nicht wirklich mit hier, Cup 40. Als ich dann einstellen wollte, dass, ja, dass ich vielleicht mehr FPS hatte oder sowas, wollte ich ja was ändern in den Optionen. Und zwar wollte ich hier Kantenglättung ausstellen in Black Ops 2. In dem Moment ist einfach meine Aufnahme abgekackt. Oh, spielt mit Shotgun, ey. Das ist ein richtig geiles Spiel, sehe ich jetzt schon. Und ja, meine Aufnahme ist abgekackt in dem Moment. Und dann habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich die ja wieder anmachen müsste. Und dementsprechend habe ich die Live-Aufnahme nicht. Und beim Theater-Ding sieht das alles scheiße aus, wie immer. Deswegen werde ich euch. Es war übrigens auch nur noch schlechter geworden, das Spiel danach. Das mit den FPS wurde nicht besser. Und am Ende war so ein richtig beschissener Endscore dabei. Rausgekommen. Hinter dir. Und ich dachte mir, ach, das tue ich euch nicht an. Deswegen zeige ich euch einfach mal kurz den Endscore. Ihr könnt euch den Rest dazu denken. Die KD ist schön versemmelt damit. Und ich versuche einfach mal mein Glück nochmal hier in diesem Spiel, wo ich bis jetzt noch ein. Oh nein, jetzt werde ich sterben. Durch mich durchgeschossen, der Typ, ey. Ein bisschen Glück muss auch mal sein.
Oh shit, ich glaube, einer hat C4 geworfen. Da habe ich noch irgendwo jemanden eingeschätzt. Oder da. So, Heli ist schon mal da. Mal ein bisschen defensiv bleiben, dass ich vielleicht die restlichen Serien auch bekomme. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwas zu verkacken. Ich werde jetzt einfach jedem alles reindrücken, was ich in die Hände kriege. Das kann es nicht sein, dass der mich so anrotzt von der Seite da hinten. Holy shit. So, mein Heli wurde jetzt schon runtergegeiert. Besser kann es ja wohl nicht laufen. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen jetzt, weil ich eben... Oh nö, ey, leck mich am Arsch, du. Chris mich nicht, Mann. Der drücke ich noch meinen Warthog um die Ohren. Zum Beispiel so. Der schwitzt, ich sehe es. Ich sehe es. Er will es wissen. What? Ich habe gar nicht gesehen, wer auf mich geschossen hat jetzt. Doch! Okay. Ich geh gleich raus. Wirklich. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Wenn ich mir die gegnerischen Namen anschaue, sind da nur Schwitzer drin und Tryhards, die sich den Arsch abschwitzen mit allem, was sie in die Hände kriegen können. Und wenn ich in mein Team gucke, steht da hinten einer auf dem Dingens drauf und snipet mit einer scheiß Ballista oder so. Der wird bestimmt meinem Team super supporten. Meine Stimme versagt immer mehr. Ey, Mann, das kostet doch an. Warum kann nicht mal einer so bei mir sein, der einfach mal sich den Arsch abschwitzt? Warum müssen die immer im Gegnerteam sein? Guckt euch das an, Mann! Warum kann denn nicht so einer bei mir sein? Och, Mann, wirklich. Muss doch möglich sein, dass ich auch mal solche Leute ins Team kriege. Das ist der Grund, warum meine Win-Lose so scheiße ist, weil ich immer nur sowas abkriege. Ist da noch einer? Gott, es nervt auch, dass ich mich jetzt die ganze Zeit aufregen darf hier über dieses Spiel. Und dass es niemals ordentlich laufen kann. Black Ops 2 ist sowieso jetzt langsam für den Arsch. Du kannst es nur noch spielen, wenn du irgendwie mindestens eine 4er-5er-Party hast. Weil sonst bekommst du nur die Vollidioten ins Team und darfst gegen solche Schwitzer spielen hier. Hier kommt jetzt gleich wieder einer um die Ecke mit dem C4 oder so. Oder steht einfach da hinten. Er steht da einfach, Manno! Ey, komm, nee! Nein! Hab ich einfach überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Das nervt einfach nur. Das Spiel würde ich sowieso verlieren einfach. Das weiß ich jetzt schon. Selbst, wir waren zwar meilenweit in Führung. Egal. Hätte ich sowieso verloren noch. Oh, das kotzt so an, Mann. Mir geht das Spiel in letzter Zeit so auf den Sack, ey. Hab ich auch keinen Bock, das jetzt irgendwie dann weiterzuspielen. Wenn ich merke, dass in dem Gegnerteam nur solche Idioten sind. Die mir so auf den Sack gehen. Oh Mann, wieso bin ich jetzt gespawnt? Da gehe ich sofort wieder raus, ey. Ah, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr für heute, Mann. Mein Aim ist auch nicht gerade on point. Wo kommen die ganzen Leute her?